Ich glaube, das wollte ich jetzt nächstes machen. So. Dann schauen wir uns doch hier mal um, ne? Lecker schmecke. Das stinkt. Was hast du erwartet, Geralt? Dass es nach Rosenduft riecht? Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Pfui. Wieso? Ist so lecker. Eine frische Leiche. Eine Verschlüsse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Ersatzteile. Die Waffen müssen sie mit eingesammelt haben. Ein Mensch, der ein Ersatzteillager für... Wie kann das sein? Körperteile mit sich führt. Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Die zuckt noch! Lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Sie bewegt sich. Das eiskalte Händchen. So hieß das Ding bei der Adams Family, oder? Das eiskalte Händchen? Also, der Mörder war ein Monster. Ist dann die ganze Zeit da so... So rumlief. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wie gehört die Hand? Und warum ich habe Adams Family lange nicht mehr gesehen. Ich glaube zuletzt als Kind. Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet Bin mir schon gar nicht mehr so sicher, wie die da alle hießen. Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Sehr schön. Mensch, du frierst doch. Hättest du dir wenigstens was angezogen? Nein. Die Vampire müssen immer nackt rumlaufen. Was haben die davon? Gewundert, dass sie ständig sterben. Mich aber noch mal ein bisschen umsehen. Wobei ich ahne, dass ich hier eh nur auf verschlossene Türen stoße. Nehmen wir mal mit. Kleiner Bach. Abwarten. Ja, ich habe so ein Glück, dass ich ständig an abgeschlossene Türen komme. Das ist so... Das Haus erinnert mich echt so ein bisschen an Italien, beziehungsweise... Gut, in Italien war ich noch nicht, aber in Österreich. Da gibt es teilweise auch solche... Picken... Häuserchen. Wir haben eine offene Tür. Oder bin ich Toskana? Ja. Oh, möchte ich unbedingt mal hin. Aber zurzeit ist ja Urlaub nicht besonders gefragt. Angesagt. Leider. Schön mal nach Italien. Oder Frankreich. In Frankreich war ich auch noch nie. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Käse nehmen wir auch mit. Da hoch? Ja.
Schade. Nicht abgeschlossen. Müssen wir mal kurz an der Kräuter der Provence riechen. So, einmal Maske ab. Und dann kommen die Verkäufer und sagen, fragen dann nur so, was machen sie denn da? Ich möchte ein bisschen an den Kräuter schnuppern, ein bisschen Urlaubsfeeling. Ich glaube, das finden die nicht ganz so toll. Wenn man dann einfach so mal an den Kräuter schnuppert. Okay, hier sind nur Kisten. Okay. Ich glaube, so viel finden wir hier noch nicht, aber die Brücke ist cool. Gott, ich liebe sowas. Hier echt Urlaub machen. Gott, das ist schön. Man hört hier sogar Bienen surren. Leon, vielen lieben Dank für deinen Follow. Und herzlich willkommen hier. Mach's dir hier gemütlich. Nehmen wir mal mit und Silbererz nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Und ja. Abgeschlossen. Gut, ja, dann gehen wir halt weiter. Okay. Kein Problem. War aber eine mickrige Ausbeute. Gott, ist das schön hier. Die Berge da hinten sind ja cool. Da will ich hin. Ich möchte am liebsten überall sofort jetzt in diesem Moment hin. Alles auf einmal sehen. Traumhaft, ja. Quidditch! Gibt's da hinten Quidditch? So sieht es zumindest ein bisschen. Sieht ein bisschen so aus. Quidditch-Turnier. Tagchen, die Herren. Tag, Hallöchen. Geht's, wie steht's? Als fit im Schritt. Da. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Ihr Schlingel. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Wir wollen ja nicht lügen, ne? Mal so, mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Ich will auch kämpfen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Ich will auch kämpfen. Lasst mich kämpfen. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Bin ich sicher, ob ich... Oh nein. Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glückchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Das
ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Das Vieh nicht so quer. Wie würde es dir gefallen, blind und mit Fleckchen am Hintern der Arena zu stehen? Du hast dich als einem Monster? Als Hexer? Ja. Ein Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Das wär ja so, als wenn wir einen Drachen töten würden. Was ja eigentlich auch gegen Geralts Prinzipien geht. Oder als wenn jemand meinen Katzen wehtun würde. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Jo, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monster-Trophäe versprochen. Ja. Große Liebe verlangt große Opfer. Oh, nicht unbedingt. Hängt von der Person ab. Ich glaube, ich finde es nicht ganz so toll, wenn man mir so einen Monsterkopf da präsentiert. Ich möchte eher die Rüstung haben. Aber einfach nur, weil sie Gold ist. Oder golden. So mal ein paar andere Farben. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Die Kleider sind schön. Das arme Vieh. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Bin ich sicher, ob ich mir das ansehen will. Ja, piekt das Ding auch noch. Ich auch. 100 Pro müssen wir einschreiten. Konzentriere ich lieber auf den Kampf und nicht auf den Jubel. Ich seh's schon kommen, ey. Die Glöckchen sind ab. Oh nein. Es war klar. Wir müssen ihm helfen. Vor allem wir müssen ihm helfen. Dächen. Nicht so laut. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Au. Toll, und hier muss ich irgendwie auf den einen Typen da aufpassen. Ja, das ist. Komm mal. Ja. Okay. Nein. Scheiße, ich habe noch das Vampiröl drauf, ne? Seine Wut hier verstehen. Hallo. Ist ja schon wieder einer am Reimen. Ich glaube, da kommt es nicht ein bisschen. Jetzt. Okay, ich habe nichts gesagt. Also, dann leckt er nehmen.
mir leid. Das arme Vieh. Da liegt's. Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Na, Meister würde ich jetzt nicht sagen, aber... Die Bestie ihr Leben aushauen. Nehmt es mal so hin. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Das Vieh kann nicht dafür, dass es eingesperrt wurde. Kümmert euch um die Bestie. Es wird wahrscheinlich sowieso getötet, aber... Ich will es nicht machen. Genau wie ich mich jedes Mal weigere, einen Drachen zu töten. Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Nein. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Die Locken sind cool. Geh halt. Wir müssen reden. Vivienne. Ihr redet später, im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herren. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Leicht seltsam, dass ich die drei Freunde jetzt... Ja, okay. ich schweife schon wieder ab. Ich würde gerne über den Auftritt Gedanken. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Armes Vieh. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Strickbank gespannt. Ich glaube, Rittersporn hat sich nicht unbedingt beliebt gemacht. Aber Rittersporn müssen sich auch mit jedem verscherzen. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herren, Hexer. Tag. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß, die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das Biest? Nope. Nein. Eine Bruxa, eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und im Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren.
Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Natürlich. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Am Ende ist es ja selber. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralds Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Das setzen wir aber nicht gut. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Nein! Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stockproben für neue Kleider vorfinden. Wobei ich echt gern habe, aber nicht nochmal, nein. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest am Ende ist es wieder ein Kind. Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Ich will aber kein Weingut. Erscheint dir das angemessen? Ich will nur den Wein, nicht das Weingut. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edler Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Natürlich. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an, aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben, doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon Dulac gefunden. Nach dem ersten also Mord war die Stadt hatte er dann, noch, dann doch nicht. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon Dulac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden, in Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon Dulac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt.
Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte. Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit, Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Da habe ich mir tatsächlich eben doch schon gedacht. Auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit. Wären es dann nochmal zwei Morde sein. Wir können auch erwarten, mindestens, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände... Wahrscheinlich sind schon die nächste Leiche. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Miton hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Weil er seltsame Vorlieben hat? Umstände, ein älterer Ritter... Die berühmte Feigheit von Hasen. Oh nein. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von wahrscheinlich wartet er nicht mehr gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen. Kann natürlich auch sein, dass der Mörder schon mit zuhört. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Mhm. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich von dieser Frau halten soll. Edle Herrin! Oh, ey. Geralt, ne? Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Edle Herrin. Gib auf, dass es nicht knittert. Das Ding ist doch eh schon kaputt. Ja, gut. Hey, das ist Seide, passt doch. Das ist kein Foto, das ist ja gnädig. Ach, komm. Wir sparen uns die Titel. Pass auf, am Ende ist es er. Der am grimmigsten guckt. Oder eine der Hofdamen. Ich habe viele Vermutungen. Ich weiß noch nicht, welche davon zutreffen könnte. Gnädigste Herren.
Ach du grüne Neune. Ja, ja, ich reite doch. Mann, Mann, Mann. Das erinnert mich hier gerade so ein bisschen an Gondor. Mach den Weg frei! Mach den Weg frei, sage ich! Gott, herrische Frau, ey. Aber es wirkt ein bisschen wie Gondor, nur ein bisschen ist blumiger und grüner und. Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller! Oh, halt doch nicht so plötzlich an! Wer ist, kann die Frau richtig laufen? Dann können sie schlussfolgern, wo der Hafenmülltausend wird. Das heißt, wir müssen diese. Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Nein, lieber doch hier lang. Gott, entscheide dich! Ich zeige dir doch keine dicke Rüstung an. Aber hochhackige Schuhe. Also, wenn ich in hohen Schuhen laufen müsste, könnte man mich direkt ins Krankenhaus einliefern, weil ich schon zwei gebrochene Beine hätte. Und wahrscheinlich sogar eine gebrochene Nase, weil ich drauf geknallt wäre. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Ja, klar. Natürlich. Soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Der goldene Fisch. Vor allem Einhorn. Auf Methons Versteck. Wenn du beides hast, dann Einhorn. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Mhm. Ist es das letzte oder das vorletzte Einhorn? Dann an die Arbeit. Warum habe ich das Gefühl, dass ich die Arbeit mache, nicht du? Wo den goldenen Fisch? Ein Fiorano von 12. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Bezahlen Sie dich ordentlich, Hexe? Reicht's für Wein? Muss ich da runter? Ich sage echt um meinen Orientierungssinn. Warum sagt eigentlich keiner was, dass sie nichts mehr anhat? Außer, also, ne, ihre Unterwäsche da unten. Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. 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 Und wieder betrinken sie sich und beschmutzen den Teppich. Weg. Weil mir immer dieses edle Herren, edle Herren. Warum sagt eigentlich keiner edler Hexer? Ich müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Was zum Teufel? Ist da wirklich jemand ins Wasser gesprungen? Nein, vielleicht ich tue nur so. Ist das Richtige? Für. Schwimm, kleiner Geralt, schwimm. Erschwerk. Toffi. Das ist wahrscheinlich eh der letzte, den ich in Erschwerk. Wie verunruhigt ist, ich bin durch eine Marke durch die Stadt rennen. Da kann die Lehrerin zu mir. Peace, Headman. Ja. Hey. Warte. Ich glaube, wenn ich halt nackt durch die Stadt rennen würde, gäbe es einige andere Probleme, um die ich mich dann sorgen müsste. König Cormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen. Eieiei. Bewahre uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau. Der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Und zack. Dieser Geralt, ey. Ein Schlüssel. So, die denken sich jetzt nur so, what? Was war das? Er hat das Spiel verdorben, Alter, Leute. Ach.
Geralt. Schwimm schneller. Schneller als schneller. So, wobei ich einmal eine ganz kurze Pinkelpause machen muss. Ich bin in 5 Minütchen wieder da. Aber so nach 3 Stunden muss ich, glaube ich, dann doch mal kurz. Ich bin gleich wieder da.